Jo, liebe Leute, ich habe gelesen, dass ihr Bock habt auf Easter Eggs, auf knackige Ostereier aus dem Super Mario-Universum. Und ich habe heute welche mitgebracht, und zwar 5 Easter Eggs. Und zwar sind dort auch ein paar Unbekannte dabei, die ich selber noch nicht kannte. Deswegen bin ich mir sicher, den ein oder anderen kennt ihr auch noch nicht, Leute. Und ich muss es leider wiederum sagen, weil zurzeit meine Videos halt so viral gehen durchs Internet, dass halt so viele meine Videos gucken, die nicht Abonnent sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Denn, Leute, ich will hier wirklich ganz, ganz viele Videos rausdonnern zum Thema Nintendo, Nintendo-Toplisten und News, Leute. Deswegen, es wird sich lohnen, Abo auf jeden Fall. Und ich würde sagen, genug gelabert, fangen wir an mit dem ersten Easter Egg. Viel Spaß, liebe Leute. Und zwar das erste Easter Egg, was ich mitgebracht habe, ist aus Super Mario 3D Land. Ich habe drauf gewartet damals, als der erste Trailer angekündigt wurde. Ich habe einfach mich richtig drauf gefreut, mal wieder ein 3D Mario und das noch für eine Handheld-Konsole. Wie geil ist das denn, Leute? Aber dieses Easter Egg kannte ich, beziehungsweise ich habe es eben gerade erst rausgefunden, dass dieses Easter Egg überhaupt gibt. Ja, Schande auf mein Haupt, Leute. Aber es ist ja auch nur mal wirklich ziemlich versteckt, um ehrlich zu sein. Und zwar in Welt 4-4, das ist ein Geisterlevel, dort am Ende bei der Flagpole, beziehungsweise bei dem Fahnen Mast, wo man steht. Wenn man da noch eine Minute bzw. 100 Sekunden länger steht, Leute, dann erscheint hinten rechts, guckt euch an, ein Geist, eine Silhouette von einem Geist, und zwar kein normaler Bu, sondern ein richtig echter Geist. Das ist wirklich ein bisschen creepy, aber ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber auf jeden Fall in Welt 4.4 erscheint dort ein Geist. Das nächste Easter Egg ist aus einem meiner Lieblings-Marios, und zwar Super Mario Sunshine, Leute. Wie geil war das einfach für den Nintendo GameCube. Eines wirklich, wie gesagt, meiner Lieblings-3D-Marios. Und Leute, dort gibt es natürlich auch mehrere Easter Eggs, und eins davon ist aus Noki Bay, eines meiner Lieblingswelten sogar auch noch dazu. Ich weiß nicht, ich fand das Setting einfach so geil, das Wasser so geil und dass du von unten bis ganz nach oben dich hocharbeitest langsam, so richtig geil, Jump'n'Run technisch da hochgehst, dann noch die Bosse bzw. die Gegner waren geil dort. Auf jeden Fall gab es dort eine Tauchmission, wo man in so eine kleine Flasche reingetaucht ist, und dort gab es so eine Art Ruine. Und in dieser Ruine, das ist ein sehr bekanntes Easter Egg, das solltet ihr kennen, gibt es, wenn man dort so komisch taucht, durch so ein Loch, so eine Art Tür, die sich nicht öffnen lässt, aber man kann so mit der Kamera durch die Wand klippen und dort sieht man ein Buch, Leute. Ein Buch. Und keiner weiß, was dieses Buch da soll, weil es hat keine Relevanz in der Story. Es war ursprünglich gedacht für ein Level, aber das ist Mario Sunshine sowieso. Es gibt viele Beta-Sachen in Mario Sunshine, die dann gar nicht mehr umgesetzt wurden. Es gibt auch in der Beta Monster bzw. Gegner, die gar nicht eingesetzt wurden mehr im originalen Spiel. Und dort gibt es halt dieses Buch. Gerüchten zufolge soll auf dem Buch stehen, You Have No Life, und signiert von Shigeru Miyamoto auch noch, Leute. Wie lustig ist das denn? Also einfach ein klassisches, richtig geiles Easter Egg. Wenn ihr allgemein mal vielleicht Easter Eggs zu Mario Sunshine haben wollt, dann gebt mir einen Daumen hoch, dann sehe ich, dass das Interesse da ist zu Mario Sunshine Easter Eggs, weil in Mario Sunshine gibt es echt viele kleine Mysterien bzw. Easter Eggs. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal ein eigenständiges Video rauszuhauen. Das nächste Easter Egg, was ich mitgebracht habe, sollte auch vielen bekannt sein. Es ist auch eher ein bekannteres, aber ich habe es trotzdem mit reingenommen, weil viele wissen es trotzdem nicht. Und zwar bei Mario 64, jeder kennt Cool Cool Mountain, jeder kennt das Pinguin Race. Das ist ja eines der ersten Level, Leute, dieses Pinguin Race. Erstmal natürlich das Kind vom Pinguin erstmal zurückbringen und schön danach die Klippe runterschmeißen. Wer hat das damals nicht gemacht, Leute? Aber jeder kennt ja auch noch das Rennen, wo man auch 2 Sterne abkassieren konnte. Aber Leute, wisst ihr auch, wenn ihr 120 Sterne gesammelt habt, dann gab es das Pinguin Race noch einmal und dort war es wesentlich schwerer. Der Pinguin war um einiges schneller und man konnte ihn nicht so leicht besiegen wie bei den ersten Malen. Aber das Ganze, wie gesagt, nur nachdem man komplett alle 120 Sterne gesammelt hat, die es in dem Spiel gibt. In Super Mario 3D World, liebe Leute, gab es ein Easter Egg, was sich auch durch das ganze Spiel gezogen hat. Und zwar war dort in fast jedem Level, also in ganz vielen Welten, war dort ein 8-Bit-Luigi versteckt, der immer irgendwelche Faxen gemacht hat. Ihr seht es hier eingeblendet. Der war wirklich fast in jedem Level überall. Und es ist einfach lustig, dass dieser 8-Bit-Luigi inzwischen so ein Running Gag ist von Nintendo, dass sie es überall einbauen. Denn das ist nicht das einzige Spiel, Leute. Das letzte Easter Egg, was ich nämlich für heute habe, ist nämlich, dass in New Super Luigi U in jedem Level ein Luigi versteckt war. Irgendein Luigi, ob es 8-Bit war oder ein bisschen neuer, modellierter. Er war immer überall versteckt. In jedem Level gab es einen, insgesamt 82, Leute. Wie krass ist das? Wie lustig. Und ich bin gespannt, ob es eventuell auch in Mario Odyssey solche Sachen gibt, dass es irgendwo vielleicht wieder ein 8-Bit-Luigi, 8-Bit-Mario irgendwo versteckt ist und dass man auch vielleicht irgendwelche finden muss. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich liebe Easter Eggs einfach in Spielen, Leute. Einfach mal heute 5 kleine Easter Eggs. Ein bisschen kurzes Video, aber Leute, ich hoffe, das stört euch nicht. Ich fand ja den mit den Creepy Ghost rechts in Welt 4.4 von Super Mario 3D Land. Das war mein Lieblings-Easter Egg von heute. Schreibt rein, was euer Lieblings-Easter Egg ist. Und wenn ihr Bock habt auf ein Mario Sunshine Easter Egg Video, wie gesagt, einen Daumen nach oben. Ach ja, Leute, und vergesst nicht, den ersten Link in der Videobeschreibung nach dem Video abzuchecken, denn dort gibt es noch 5 weitere Easter Eggs in Nintendo-Spielen von dem guten Ted Dash, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.